Bei Bernds in Kamp-Lintfort wird es heute wieder süß. Denn es geht um zwei richtige Sahneschnitten. Heute machen wir die Holländer-Sahneschnitte und die Lübecker-Sahneschnitte. Und nebenbei zeigen wir noch ein bisschen, wie unsere Lehrlinge ausgebildet werden. Und dazu fangen wir am besten mit dem Herzstück einer Sahneschnitte oder einer Sahnetorte an, der Biskuitmasse. Bei uns machen wir eine Wiener Masse, die warm und kalt geschlagen wird. Dazu brauchen wir Eier, Zucker, Mehl und Weizenstärke. Die Wiener Masse wird der Zwischenboden für die Lübecker Sahneschnitte. Dafür verrührt Azubine Sarah zuerst Eier und Zucker zu einem Eischaum. So Sarah, jetzt sind die Eier warm genug geschlagen. Jetzt füllen wir sie um in einen anderen Kessel und können sie wieder kalt schlagen. Dann kommen die Stärke, das Mehl und die geschmolzene Butter hinzu. Noch kurz gerührt und schon ist die Wiener Masse auch schon fertig. Während die Wiener Masse für 40 Minuten im Ofen backt, wird die Sahnemasse für die Lübecker und die Holländer Sahneschnitte geschlagen. Diesmal übernimmt die Maschine die Arbeit. Rausholen und abwiegen muss Azubine Sarah dann aber wieder selbst. So Sarah, der Wiener Boden ist jetzt fertig gebacken, ist abgekühlt und jetzt können wir den in 3 gleich große Scheiben schneiden. Dazu musst du den einmal stürzen. So, der Wiener Boden ist jetzt abgekühlt und die Sarah schneidet ihn jetzt in 3 gleich große Scheiben. Und dann bereiten wir die Böden vor und können unsere Holländer- und Lübecker Schnitte einsetzen. Die Lübecker Schnitte bekommt einen knackigen Mürbeteichboden. Damit die Sahne ihn nicht durchweicht, kommt eine Schokoladenversiegelung drüber. Und die geschnittene Wiener Masse obendrauf. Die Holländer Schnitte hat einen Blätterteigboden und auch dieser bekommt eine Schokoglasur. So Sarah, hier ist der Biskuit für die Holländer. Wir nehmen bei der Holländer extra unten einen Biskuit, weil wir sonst von der Höhe vom Unterboden her zu hoch kommen würden. Dann wird die typische Kirschfüllung garniert und obendrauf die Sahne verstrichen. So, nachdem die Sahneschnitten eingesetzt sind, müssen sie für ca. 2,5 Stunden in die Kühlung, damit die Gelatine ein bisschen absteifen kann. Vorher ist die Sahneschnitte nicht schnittfest. Gut durchgekühlt kommt das Topping auf die Schnitten. Eine Sahnehaube hier, eine Schokoverzierung da und schon sind die Schnitten fertig. So, jetzt sind die Schnitten fertig. Fertig für den Markt, draußen zum Verkauf. Eine schöne Lübecker, eine schöne Holländer und wir freuen uns, die Kunden damit draußen beglücken zu können. Und beglückt werden heute die Neumühler. Ob die Holländer oder die Lübecker Sahne schnitten, alles ist hier recht. Und an einem so warmen Tag wie heute schmeckt die kühle Sahnetorte von Bernds doch am besten.